One. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. The world can't bury to me, hands is getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019. Das Video wird jetzt gerade frisch am 01.01. gedreht. Ihr seht das jetzt ein bisschen später. Und ich hoffe, ihr startet mit ein paar Zielen in das neue Jahr, weil das hat mir in den letzten Jahren immer sehr geholfen, wenn man sich am Anfang des Jahres ein paar Ziele stellt, was man vorhat. Selbst wenn es nur ein Trip ist in einen Bikepark, den man schon immer mal machen wollte, in irgendein fremdes Land, vielleicht mal nach Whistler, in einen Bikepark nach Frankreich, oder ob es irgendein Trick ist, den ihr euch für das nächste Jahr vornehmt. Ich werde euch im Video gleich ein bisschen was erzählen, was ich dieses Jahr so vorhab und was denn so auf dem Channel passiert. Aber ich würde sagen, wir kommen gleich mal zur Sache, denn ich habe ja das neue Downhill-Bike bekommen letztes Jahr. Das habt ihr ja eigentlich ziemlich alle mitbekommen. Das neue Rose Downhill Soulfire Bike. Und hier ist ja die RockShox Boxer drin und auch der RockShox Vivid Air Dämpfer. Aber die erste Neuigkeit für 2019, ich werde weiterhin für Fox fahren. Ich habe die neuen Komponenten noch nicht da, aber ich will mir jetzt schon mal von meinem alten Downhill-Bike die Fox-Komponenten in das Fahrrad bauen. Und das machen wir jetzt einfach zum 01.01., damit wir nicht nur auf der Couch rumsitzen, sondern auch was Produktives machen. Machen erstmal den Vorbau ab. Und ich kann euch ja ein bisschen was zu meinen guten Vorsätzen und Zielen fürs neue Jahr erzählen. Ich sag's in fast allen Videos, ich bin mega dankbar, dass YouTube so gut läuft und dass über 150.000 Mann meinen Channel abonnieren und ihr immer meine Videos verfolgt und wir so eine geile Community sind. Das ist einfach mein Ziel, dass das alles im Grunde genommen so weiterläuft, aber sich natürlich trotzdem stetig verbessert. Ja, es sollen bessere Videos produziert werden, vielleicht das ein oder andere coolere Game, lustigere Game, dass wir einfach uns ein paar Spiele, ein paar Challenges einfallen lassen und ja, einfach zusammen eine gute Zeit haben. Also wieder länger. Und es sind natürlich auch Dinge geplant, wie das eine Webvideo mit Tobi Sieg. Das ist eins meiner, sagen wir mal, Hauptaugenmerke für dieses Jahr, dass da noch ein, zwei solche coolen Projekte entstehen. Nicht nur Vlogs oder solche Aufbauvideos, sondern halt auch so ein paar coole Projekte. Mein Hauptaugenmerk liegt natürlich immer noch auf Dirtjump und Slopestyle fahren. Und ich bin Ende März wieder in Rotorua in Neuseeland für den Crankworx-Auftakt. Und da habe ich mir auf jeden Fall auch einiges vorgenommen und arbeite ziemlich hart dran, da ein paar bessere Resultate einzufahren wie letztes Jahr. Also 2018 lief ja schon Bombe, Sechster in Frankreich, Joyride das erste Mal mitgefahren. Aber ich glaube, da ist überall noch Luft nach oben. Und gerade wenn wir den Double Flip noch safen und so ein paar Sachen, dann wäre das schon echt geil, da noch ein bisschen was einzufahren. Ein weiterer Vorsatz für 2019, ich will mir endlich mal einen Gummihammer zulegen. Den haben wir immer noch nicht, aber die Läden haben wir jetzt zu. Einer hatte sogar mal kommentiert, der will mir mal einen Gummihammer schenken. Also wer derjenige war, der kann sich sehr gerne melden. Ja, mach mal kurz Cut und halt mal was. Weitere News für 2019, es wird auch ein paar neue Sponsoren geben und den ersten werde ich euch heute schon verraten. Ich bin mega stoked, dass ein paar mehr Leute dazugekommen sind, die mich supporten wollen und dass das auch Marken sind, mit denen ich sehr gern zusammenarbeiten will. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon am Thumbnail entdeckt, ist das Nummer 1, die ich euch schon verraten kann. Motorex Oil of Switzerland. Das ist eine Schweizer Firma, die stellen Bike-Cleaning-Produkte her und die haben eine Bike-Line am Start. Und die habe ich jetzt die letzten ein, zwei Monate habe ich die schon getestet zum Bike-Clean und so weiter und so fort. Dazu machen wir in den nächsten Monaten oder Wochen ein detailreiches Video, wo ich in alle Einzelheiten nochmal eingehe und euch die ganzen Produkte vorstelle. Aber was ich eigentlich am geilsten finde, ist, dass die Jungs sehr auf Nachhaltigkeit achten und dass das Zeug, was sie produzieren, die ganzen Produkte biologisch abbaubar sind. Und ich glaube, das ist heutzutage ziemlich wichtig. Ich wollte euch eigentlich ein Unboxing geben von dem Bike Cleaning Kit, aber der gute Wind hat die Box runtergeschmissen. Eieiei. Aber ich zeige euch mal, was in der Bike Line dabei ist. Wir haben natürlich einen Bike Cleaner. Wir haben
Hydrauliköl, Performance Loop, also Kettenöl zum Beispiel. Haben wir das nochmal? Ne, genau. Dry Power für die Kette bei trockenen Verhältnissen. Kettenreiniger, natürlich Kettenentfetter, Kettenreiniger. Bikeshine, also sprich Politur fürs Fahrrad, damit das immer auf Hochglanz poliert ist. Und ja, nochmal dasselbe. Und natürlich, ganz wichtig, wer meinen Channel schon länger verfolgt, weiß, dass ich das erst ganz neu für mich entdeckt habe. Und zwar ist das das Fett, was natürlich an sämtliche Teile, die ständig in Bewegung sind, gehören, wie zum Beispiel an den Steuersatz. Und sogar mit Pinsel. Das habe ich echt noch nicht ausprobiert, muss ich euch gestehen. Aber hier ist so ein Pinsel drin, wo man das gleich Bombe verteilen kann. Hammer froh, euch den Sponsor als meinen neuen Unterstützer für 2019 und 20 vorstellen zu können und in den nächsten Videos mehr zu den anderen neuen Partnern. Und sonst bleibt natürlich alles gleich, weiterhin für Rose Bikes, weiter für Novatec KMC, aber ein paar kleine Änderungen gibt es noch. Und jetzt nehmen wir uns den Dämpfer vor. Oh, ich will noch mal gucken, wie es aussieht. Stell euch vor, mein Bruder hinter der Kamera. Da eigentlich nichts Langweiligeres als einen Dämpfer auszubauen, oder? Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Seid jetzt auf YouTube. Yo, was geht? Hallo Jungs, frohes neues Jahr. Ja, genau. Und schon wieder auf dem Fahrrad. Ja. Macht er richtig, absolut richtig. Jedes Wetter nutzen. Ja. Wo fahrt er hin? Ja, ein bisschen was macht er? Wheelies üben? Von Stoppy Crankflip to Fake. Ja. Echt? Nice. So geil. Und du? Wheelies. Ja, Wheelies nur. Ist ja schon geil. Instagram-Name wird noch verraten. Pascal Österreich. Pascal Österreich und? Max.sig_bmx. Jawohl, ihr habt das gehört. Das sind die Guys. So, viel Spaß euch noch. Ja. Gesundes Neues. Haut rein. Viel Spaß. Bis bald. Die Boys sind stoked. Ja. Er pfeift nie immer, was ich das? Nee, ich weiß es auch nicht. Geht die ganze Zeit eine Drillerpfeife los. Das war eine Geburt. Die Schraube war mega fest hier vorne in der Buchse, aber wir haben es hinbekommen. Jetzt machen wir die Gabel und den Dämpfer raus und dann wird das reingesteckt. Einige werden es bestimmt sehen und werden das Schmuddelwetter wieder sehen und werden sagen, warum gehst du nicht in die Garage oder in den Keller? Aber wir haben auch bloß einen ziemlich limitierten Keller. Heute ist zwar ungemütliches Wetter, aber besser als die letzten Tage, wo es in Strömen geregnet hat. Deswegen haben wir uns gesagt, machen wir das jetzt einfach, bauen das um und machen ein kleines Video-Update. Rein in die Masse. Rein in die Masse. Zack! Dämpfer wäre drin. Perfekt. Und wer es nicht weiß oder wen es interessiert, erstmal, weil es gibt ja bestimmt auch einige, die neu zum Channel sind. Das Fahrrad ist von Rose Bikes, das Soulfire Downhill. Man kann sogar auf der Seite, weil so wie es vorhin da stand mit den RockShox-Teilen, so gibt es das zu erwerben, aber man kann bei Rose eigentlich seine ganzen Bikes konfigurieren. Und wenn ihr da auch Lust habt auf Fox-Anbauteile, kann man das sogar reinbauen lassen. Für einen gewissen Aufpreis natürlich im Endeffekt. Und jetzt ist die gute Gabel dran. Und ihr seht es auch, ne, vom letzten Einsatz ist überall noch Dreck dran. Wir fahren natürlich nochmal wohin und setzen den Bike Cleaner gleich mal ein. Live Shorts. Jawohl. Ich habe das ganze andere Gefummel jetzt mal weggelassen. Ich habe jetzt mal den Rest hier nicht dokumentiert, wie wir den Rest demontiert haben, Steuersatz rein und so weiter und so fort. Wir brauchten jetzt mal alle Beteiligten dafür und alle Hände. Aber jetzt die Brücke drauf, zack, passt. Der Schaft ist ein Stück länger als der alte. Mal kurz, du kannst mal die wunderschöne Umgebung zeigen. Und warum wir jetzt hier drin sind, ja, es regnet wie Sau, es hat mega angefangen mit Regnen.
Aber wie vorhin schon erklärt, der Keller ist auch viel zu klein. Aber wir haben jetzt einmal damit angefangen und das Wetter sah eigentlich ziemlich gut aus. Also zumindest kein Starkregen. Und jetzt fängt man an mit Bauen. Also wir sind ja fast fertig. Und dann geht's wieder los. Aber ja, mal so richtig Schnee im Winter wäre auch geil. Ein bisschen Skifahren oder vielleicht mit dem Fahrrad mal ein paar Hänge runterschießen. Das haben wir uns eigentlich auch vorgenommen. So, jetzt hat es auch wieder aufgehört mit Regnen und hier glänzt das gute Teil. Wir haben alles dran. Fox-Elemente sind wieder dran an dem Bike. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Chain Guard. Da muss ich mir noch mal einen neuen besorgen. Was ich aber leider am Anfang vergessen habe, ich wollte eigentlich, bevor wir anfangen mit Bauen, das Fahrrad mit den RockShox-Elementen mal wiegen. Und jetzt danach, aber jetzt haben wir eben halt nur die Danach-Messung. Aber mich interessiert es mal, was das Teil wiegt und euch ja bestimmt auch. Boah, pendelt sich nicht ein, aber ihr habt es gesehen. So circa 15,6, 15,7 Kilo. Ich glaube, das ist ein Bombengewicht für ein Downhill-Bike. Und wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen dreckig. Ich würde sagen, wir switchen jetzt einfach mal zur Tankstelle und dann reinigen wir das Zeug mal mit dem neuen Bike-Cleaner. Und dann beenden wir das Video. Alles eingesprüht. Zack, zack, zack. Wie gesagt, biologisch abbaubar. Also weitere Pläne für die Saison. Ich habe natürlich auch vor, The Motion Brand weiter wachsen zu lassen. Ich habe jetzt schon wieder bestimmt 10 Designs auf dem Laptop an Sachen, die ich neu releasen will, und ich halte euch auf dem Laufenden, wenn da was Neues rauskommt, und das will ich auch immer weiter pushen und immer größer machen. Also das Teil glänzt und strahlt wieder wie Sau, guckt euch das mal an. Aber wie am Anfang schon erzählt, ich werde euch da mal ein ausführlicheres Video machen, wo es nur darum geht, wie ich mein Fahrrad sauber mache. Ich belasse es jetzt nämlich auch dabei. Ich mache noch ein bisschen Öl wieder ran an die Kette und so weiter. Aber wir packen jetzt hier ganz schnell ein, weil es ist mega kalt geworden. Aber das genauere Video zur Fahrradpflege kommt irgendwann. Ich hoffe, euch interessiert auch sowas. In dem Sinne, das war es erstmal zum ersten Video aus 2019. Ich freue mich auf das Jahr und auf alles, was ansteht. Und ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch einen guten Start und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace. Und ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Ciao.